Facts sind große Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um mein Review zur aventurischen Magie und ob sich das Warten auf den sehr weit nach hinten verschobenen Magieband gelohnt hat und was er jetzt endlich kann. Zunächst erstmal zu ein paar allgemeinen Informationen. Das Genre dieses Bandes ist ein Regelerweiterungsband, das heißt, ihr braucht die nicht unbedingt, um DSA 5 zu spielen, denn dazu reicht ja das Regelwerk und der Almanach theoretisch aus, aber er bietet eben erweiterte Regeln zur Magie und wenn ihr einen Magier komplexer spielen wollt, werdet ihr hier drin fündig. 240 Seiten umfasst der Band und es gibt ihn in verschiedensten Ausführungen. Zum einen der Deluxe-Variante für 70 Euro etwa, der im Hardcover-Format für 40 Euro, dem Softcover-Format, was dennoch farbig ist, aber in einem Taschenbuchformat, der herkommt für 20 Euro und dann gibt es auch noch die PDF für 20 Euro. Link ist wie immer unten in der Beschreibung zu diesem Band. Wichtig ist, dass dies der erste Band zur aventurischen Magie ist und deshalb gibt es auch noch einen zweiten, das ist so vorgesehen. Der erste Band ist so, dass er erstmal die Gesellschaftsmagier umfasst. Welche Gesellschaftsmagier das sind und welche Traditionen in diesem Band überhaupt enthalten sind, zeige ich euch jetzt. Wir haben insgesamt 5 verschiedene Traditionen, die vorgestellt werden. Zum einen die Gildenmagier und deren Traditionsartefakte, nämlich das Bandschwert und der Magierstab, wobei das Bandschwert neu ist, den Magierstab gab es bisher auch schon im Grundregelwerk. Danach gibt es den Magiedilettanten, also einen Magier, der nicht ganz so ausgebreitet ist und nicht zu einer Akademie gegangen ist und deshalb auch nur wenige Zauber kann. Er kann nämlich nur 3 Zauber erlernen. Eine Variante vom Magiedilettanten ist dann auch noch der Meistertalentierte, denn dieser kann ein bestimmtes Talent besonders gut, aber in dem Sinne keine Zauber richtig erlernen. Dann gibt es noch den Zauberbarden, der ist neu dazugekommen und diese Zauberbarden können Zaubermelodien wirken und haben als Traditionsartefakt ein spezielles Zauberinstrument. Dann gibt es noch die Zaubertänzer, diese können dann Zaubertänze ausüben, die speziell dafür sind und diese haben als Traditionsartefakt dann die Zauberkleidung. Zuletzt dann auch noch der Scharlatan, dieser hat als Traditionsartefakte den Magier stecken und eine Zauberkugel. Diese Gesellschaftstraditionen sind insgesamt im aventurischen Magieband enthalten. Was dann noch so enthalten ist, ist folgendes. Am Anfang ist es so, dass die 5 Gesellschaftszauberer-Traditionen, wie ich eben zeigte, vorgestellt werden. Danach geht es weiter mit ein paar erweiterten Magieregeln, unter anderem für die Gildenmagier sehr speziell hier ausgelegt, nämlich Ausbildung und Unterricht, wie das Ganze funktioniert mit Fokusregeln, Gilden, also die Ausrichtung der verschiedenen Gilden eben von Weiß, Grau und Schwarz. Dann wird die Zauberwerkstatt zum Verändern von Zaubern vorgestellt, sowie neu auch die Zauberstile, die man erlernen kann an verschiedenen Akademien. Danach geht es zu magischen Sonderfertigkeiten, hier gibt es ein paar neue allgemeine, die Zauberstile werden nochmal aufgegriffen und dann auch ein paar erweiterte, die man nur mit den Zauberstilen erlernen kann. Dann kommt die Auflistung von allen Zaubertricks und Zaubern, die jetzt neu dabei sind und auch den verschiedenen Zaubererweiterungen. Was eine Zaubererweiterung ist, zeige ich euch gleich noch, das ist nämlich ziemlich interessant. Wenn die Zauber abgeschlossen sind, folgen danach die verschiedenen Zauberprofessionen, die ihr nun wählen könnt. Das heißt, hier gibt es neue Professionspakete und ein paar neue Bilder, wie die ganzen Magier denn so aussehen von den verschiedenen Schulen und so weiter. Nach den Professionen werden hier nochmal konkrete magiebegabte Archetypen vorgestellt, wie man das eigentlich auch schon aus dem Kompendium oder dem Grundregelwerk soweit kennt. Zuletzt folgen dann noch neue Vorteile und Nachteile, Zaubersonderfertigkeiten und die dazu passenden Zauberstile. Als allerletztes wird dann noch eine neue Kultur, die Zahori, nämlich eingeführt und dann noch eine Waffentabelle, welche die verschiedenen Magierstäbe oder an sich Waffen für die verschiedenen Traditionen zeigt. Zeigen tue ich euch jetzt auch erstmal ein Zauberbeispiel, wie das Ganze nämlich im erweiterten Magieband aussieht. Ich habe als Beispiel hier mal den Incendio genommen. Incendio ist erstmal beschrieben, so sieht das Ganze nämlich tabellarisch, habe ich das mal hier ein bisschen aufgeführt, aus. Und zu einem sehen wir hier Incendio, der entzündet ein Lebewesen. Eine Probe, das kennen wir ja alles, die ist dann noch speziell modifiziert um die Zähigkeit und danach die Wirkung, Zauberdauer, Kosten und so weiter, wie man das bisher alles kennt, das ist dann eben aufgelistet mit der Wirkungsdauer, dem Zielmerkmal, Verbreitung, die haben sie jetzt hier auch noch drin und bei der Verbreitung ist es so, dass wir hier auch die anderen Traditionen haben, also auch Druiden oder sowas, die eigentlich in dem Band nicht drin sind, sind bei der Verbreitung mit angegeben. Und zuletzt dann natürlich die Kosten. Was jetzt aber neu ist, und das Ganze ist auch eine Fokusregel, das heißt, man muss sie nicht benutzen, kann sie aber benutzen, sind die Zaubererweiterungen. Und das ist doch eine sehr große Neuerung, und zwar ersetzen die die Varianten aus DSA 4. Ich habe euch das hier mal aufgeschrieben bei dem Zaubern, nämlich ist es so, dass wir hier 3 verschiedene Sachen haben. In der Klammer dazu stehen jetzt erstmal die Voraussetzungen und vorne der Name. Zum Beispiel haben wir hier die Zaubererweiterung 1 mit Zielkategorie Objekt,
Fertigkeitswert 8 und 2 AP. Der Zauber ist auch gegen Objekte einsetzbar und sie erleiden Schaden, ohne den Status Brennen zu erhalten. Entflammbare Gegenstände können aber Feuer fangen. Das wäre eine Erweiterung und diese könnte man sich eben kaufen, wenn man in dem Zauber den entsprechenden Fertigkeitswert hat und dann natürlich die AP-Kosten. Zweiten ist dann noch mit erhöhtem Schaden und das dritte dann mit Wasserzerstörer heißt das Ganze. Das heißt, hierbei geht das Ganze auch gegen Ziele des Elements Wasser und die TP können verdoppelt werden. Aber wir müssen natürlich auch höhere Kosten zahlen. Diese verschiedenen Zaubererweiterungen sind jetzt hier nicht aufeinander aufbauend. Das bedeutet, wir müssen uns nicht alle kaufen. Aber es gibt auch welche, wo das Ganze aufeinander aufbaut. Hier bei dem dritten ist es sogar so, dass wir noch speziell einen ASP-Wert bezahlen müssen, damit wir das Ganze einsetzen können. Das gibt es jetzt bei jedem Zauber und auch die Zauber aus dem Grundregelwerk, die wurden jetzt auch noch mit Zaubererweiterungen versehen und die stehen auch im Magieband drin. Jetzt steht da ja einiges drin, doch was ist jetzt eigentlich gelungen an diesem Band? Ich finde, dass insgesamt die Traditionen doch noch ganz gut beschrieben wurden und das Wichtigste dazu kommt eigentlich rüber. Außerdem finde ich es gut, dass nach den Zaubern bzw. nach den Traditionszaubern oder den Zaubermelodien, Zaubertänzen jeweils eine kleine Tabelle nochmal am Abschluss kommt und diese fasst das Ganze echt nochmal ganz gut zusammen. Etwas nervig ist es nur, wenn das Ganze dann quer ist, dann muss man das Buch einmal drehen. Manche sind nämlich hochkant, andere quer. Außerdem finde ich es sehr gut, dass es eine sehr große Vielfalt an Zaubern gibt. Wir haben in diesem Teil des Buches schon sehr, sehr viele Zauber und da hat man wirklich Lust, sich jeden einzelnen durchzulesen, um zu schauen, was der denn so kann. Außerdem finde ich diese Zaubererweiterung ziemlich gut, denn dadurch kommt auf jeden Fall ein bisschen Individualität in die Zauber und die sind nicht mehr so vielleicht so schwach, wie man es vorher kannte aus dem Grundregelwerk. Denn ich finde, dadurch werden die Zauber doch noch etwas gebufft und naja, die Zauber fand ich bisher immer etwas schwach, aber dadurch finde ich schon, dass sie etwas mehr an Stärke dazu gewonnen haben. Außerdem gibt es sehr, sehr viele neue magische Sonderfertigkeiten, hier kann man sich auf jeden Fall auch noch gut bedienen. Und die Fokusregeln, die vorgeschlagen werden, sind auch meistens sinnvoll und auch gar nicht so kompliziert. Die Zauberstile, die Zauberwerkstatt und die Gildenprägung, sowas ist ganz nett mal mit anzuschauen, ob man es damit reinnimmt, muss man natürlich selber entscheiden. Auf jeden Fall sind die Regeln doch sehr sinnbehaftet. Was nicht ganz so sinnvoll ist, das beschreibe ich hier in meiner Kritik, denn ich finde es so, dass in diesem Band eigentlich ja eine exakte Trennung zwischen Gesellschafts- und Naturzauberern stattfinden sollte. Dennoch haben wir nicht nur Gesellschaftszauber, die drin sind, wir haben auch teilweise Zauber, die sich nur auf Druiden beziehen, die ja eigentlich nicht in dem Band drin sind. Da frage ich mich, wieso das in diesem Band drin ist. Das gehört doch dann eigentlich in den zweiten Band, der die Naturzauber enthalten soll. Ich fände es außerdem ganz gut, wenn vielleicht noch am Ende ein Anhang zumindest mit allen Zaubern gewesen wäre, denn das ist in diesem Fall nicht so und wir müssten dann mitten im Buch weiterblättern, um diese Tabellen mit den Zaubern zu finden. Ist nur eine kleine Sache, ist mir aber persönlich ein bisschen aufgefallen. Der Analyse, Arkanstruktur ist ja ein Zauber, den es erst nachgereicht gab, das heißt, ihn gab es ja eigentlich nur in der Errata-Fassung vom Grundregelwerk und wenn man jetzt die erste Ausgabe hat, so wie ich, dann ist die nicht drin, man müsste eigentlich sich ein paar Errata-Blätter ausdrucken. Ich finde es deshalb schade, dass sie den Zauber nicht nochmal extra ins Buch mit integriert haben, denn das wäre auf jeden Fall ganz gut gewesen, da hätte man den wirklich nochmal drin. Jetzt sind nur die Zaubererweiterungen davon im Band enthalten. Außerdem finde ich es so, dass manche Regelelemente doch noch ein bisschen unklar sind. Zum Beispiel haben wir hier machtvolle Stabzauber. Dort wird gesagt, dass die Qualitätsstufe etwas höher ist, also je nachdem von 1 bis 6. Und dort ging es mir so, dass ich eigentlich jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht gefunden habe, wo wir jetzt die Qualitätsstufe sehen, beziehungsweise was macht eine höhere Qualitätsstufe aus, denn die sind bei den Stabzaubern eigentlich nicht wirklich relevant oder habe ich zumindest nicht gesehen, dass sie dort standen. Das heißt, wir haben hier irgendwie auch keine klaren Beispiele, was eine Qualitätsstufe bei den Stabzaubern macht. Etwas unklar, was es auch schon bei den machtvollen Zaubertricks gibt, wie im Grundregelwerk, wo man auch nicht wirklich weiß, die sind dann Qualitätsstufe 2, aber was bedeutet das denn jetzt genau? Es gibt auch ein Professionskapitel und dort gibt es viele Professionen, die ich auch schon aus dem Grundregelwerk kannte und diese Doppelung finde ich auf jeden Fall nicht so gut. Wir haben da einmal den Magier von der Akademie von Schwert und Stab zu Gareth und der ist sowohl da drin als auch im Grundregelwerk, genauso wie die Schwarzmagierin. Etwas Platzverschwendung, die man sicher hätte besser nutzen können, denn ich finde, einige Sachen fehlen auf jeden Fall. Und zwar ist es zum einen so, dass Magierakademien vorgestellt werden, dennoch sind es insgesamt doch sehr wenige und einige wichtige fehlen ganz. Man hätte sie vielleicht nur mal kurz vorstellen können oder zumindest, dass es sie irgendwie gibt und vielleicht nicht so weiter beschreiben müssen. An sich sind die Magierakademien, die drin sind, auch nicht so ausführlich beschrieben. Es soll dazu ja einen eigenen Band geben. Dennoch fände ich es ganz gut, wenn sie in einem Band für Gildenmagier
der auch groß darauf ausgelegt ist, mehr Akademien genannt hätten. Drin gefehlt hat mir außerdem die Artefaktherstellung, Runen, die Bibliothek und das Lesen und aus den Formeln von Büchern und so weiter, genauso wie Erweiterungsregeln zu der Beschwörung bzw. der Invokation von Djinnen oder ähnlichen oder Dämonen, was hier auch nicht so wirklich drin ist. Das heißt, hier wird wahrscheinlich auch nochmal ein eigener Band kommen und somit fehlt vieles, was eigentlich in den Magieband 1 gehört hätte. Ich finde es außerdem so, dass manche Regeln etwas zu weit innerhalb des Buches verteilt sind. Zum einen ist es so, dass die Tradition der Gildenmagier vorgestellt wird, aber erst viel später im Buch, wenn die anderen Traditionen rum sind, kommen dann erst die Unterrichtsregeln und so, und die sind ja nicht für Zauberbarden oder so relevant, sondern eigentlich nur für die Gildenmagier. Fakt ist, dass trotz 240 Seiten noch kleinere Flufftexte mir gefehlt haben und auch ein paar Detailregeln waren nicht so drin, wie ich sie erwartet hätte. Erwarten tut ihr sicherlich auch mein Fazit und hier ist es. Ich gebe diesem Buch 7 von 10 Fecksymbolen. Ich finde, dass der Magieband nicht allzu schlecht ist. Auf jeden Fall hat er einiges besser gemacht, was noch im Kompendium wirklich sehr, sehr schlimm war. Von der Gliederung war das Kompendium auf jeden Fall nicht so gut und ich finde, hier wurde einiges besser gemacht. Trotzdem fehlen mir einige Sachen, die ich eben bei den Negativpunkten gesagt hätte, die eigentlich mitten in den Band gehört hätten und die sind eben nicht drin. Trotzdem erwiegen die coolen Zauber mit den Zaubererweiterungen ein wirklich sehr, sehr gutes Feature, was mir sehr, sehr gut gefällt. Gefallen hat euch hoffentlich auch dieses Video. Mich würde es freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet. Und ich würde auch mal gerne eure Meinung zum Magieband interessieren, falls ihr ihn schon habt. Wenn ihr nach meiner Kaufempfehlung fragt, dann ist es euch, denke ich, offen. Denn ihr könnt ja auch den Taschenbuchband kaufen für 20€. Und da seid ihr, denke ich, auch ganz gut bedient, wenn ihr nicht den Hardcoverband haben wollt. Wir hören uns dann im nächsten Video. Bis dahin, Leute. Ciao.